Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. Und zwar möchte ich euch im heutigen Video ein sehr interessantes Tool, einen ja, sehr interessanten Helfer für PC zeigen. Das Tool heißt Ghost Overlay for Destiny und hilft euch beim Tracking von zum Beispiel Beutezügen, von Katalysator-Fortschritten, ohne dass ihr jedes Mal das Menü öffnen müsst. Wie ihr dieses Tool installiert und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch direkt nach dem Intro. Der Destiny-Helfer Ghost wurde von Josh entwickelt. Das ist derselbe junge Mann, der auch die Website Destiny Sets betreibt. Also dem einen oder anderen ist das bestimmt ein Begriff. Das Programm war jetzt seit einiger Zeit in der Alpha. Josh hat mir damals auch schon einen Zugriff gegeben. Heißt, ich nutze das Programm jetzt schon seit längerem. Und seit vorgestern, glaube ich, war es, ist es jetzt nun frei für jeden verfügbar. Das Ganze funktioniert leider nur für PC, finde ich sehr, sehr schade, dass man das nicht irgendwie auf der PlayStation, auf der Xbox auch implementieren kann. Ob da in Zukunft was kommt, weiß ich nicht, aber ich bezweifle das eher, weil solche Overlay-Programme, denke ich mal nicht, dass die auf der PlayStation so einfach zu realisieren oder überhaupt zu realisieren sind. Das Programm könnt ihr euch auf PC ganz einfach runterladen und zwar direkt über den Microsoft Store bzw. über die Website von Josh. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, einfach dort drauf gehen, anschließend draufklicken und ihr gelangt direkt in den Microsoft Store, wo ihr dann das Programm ganz einfach installieren könnt. Ist das Programm einmal installiert, könnt ihr mit der Tastenkombination Windows plus G ganz einfach die Gamebar öffnen. Und dort findet ihr unter Widget auch schon das Programm Ghost. Ich habe mir das Ding direkt auf die Favoriten gelegt. Das heißt, wenn ich anschließend die Gamebar nochmal öffne, dann sehe ich den Ghost direkt oben eingeblendet und kann da auch direkt draufklicken, ohne dass ich immer die Liste öffnen muss. Über diese Gamebar könnt ihr das Programm also öffnen. Und das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst das Programm mit der Bungie-Website verknüpfen. Ich mache das hier über Steam, aber es gibt wie immer, wie auf der Bungie Homepage, auch andere Anmeldemöglichkeiten. Öffnen wir dann das Programm, gibt uns Ghost sofort die Auskunft, dass kein Beutezug ausgewählt ist. Das können wir ändern, indem wir die Einstellungen öffnen. Einfach draufklicken und schon öffnet sich das Menü, in welchem wir alle Beutezüge sehen. Hier ein kleiner Hinweis, leider ist das Programm zurzeit nur auf Englisch verfügbar, aber ich denke, mit ein bisschen rumprobieren findet ihr euch alle zurecht und ich hoffe, dass in Zukunft auch dann mehrere Sprachen implementiert werden. Auf alle Fälle könnt ihr das Menü öffnen und dann seht ihr sofort alle Beutezüge für natürlich auch alle Charaktere. Also hier auch kurz abchecken, wenn ihr mit dem Hunter drinnen seid, schaut, dass ihr auch die Beutezüge vom Hunter geöffnet habt. Und das Coole ist halt echt, man kann nicht nur Beutezüge auswählen, sondern auch zum Beispiel Triumphe oder Katalysatoren. Und das ist mega angenehm, denn will man zum Beispiel den Mieder-Katalysator oder den Arbeitstier-Katalysator leveln, muss man in-game immer auf die Waffe gehen, um dort den Fortschritt zu sehen. Mit diesem Ghost Overlay hat man das immer auf dem Bildschirm im Überblick. Und bei solchen Beutezügen, wo man wie gesagt Kills mit Automatikgewehr oder dergleichen machen muss, ist es einfach eine Riesenhilfe. Aber ich würde sagen, testen wir das Ganze einfach mal. Ich habe hier auf dem Hunter noch die Lüge-Quest offen. Das heißt, ich muss hier auf dem Jäger noch die Schrotflinten-Kills machen, die famosen 1000 Kills. Diese wähle ich jetzt einfach noch aus und dann nehmen wir auch noch einen Katalysator dazu. Hier der erste ist Arbeitstier-Katalysator, den klicke ich auch an. Und dann schließe ich die Einstellungen ganz einfach wieder. Und ihr seht sofort, im kleinen Fenster vom Ghost Overlay sind diese beiden Beutezüge nun sofort ersichtlich. Schließt ihr nun wieder die Ghost Bar, verschwinden auch die Beutezüge, aber man kann das Ganze auch anbinden, indem man hier auf diesen kleinen Bin draufklickt. Hier muss jeder selber entscheiden, wie er es am liebsten hat. Ich lasse den Bin eigentlich immer an, das heißt, ich habe das Fenster immer im Vordergrund und ich sehe somit immer den Fortschritt. Wenn euch das stört, dass das Fenster immer offen ist, einfach den Bin nicht anklicken und damit ihr dann den aktuellen Fortschritt seht, müsst ihr dann einfach wieder die Tastenkombination Windows plus G drücken.
Das Fenster kann man dann natürlich auch verschieben. Ich habe es meistens immer links unterm Radar, ein bisschen unter der Mitte, denn sollte dort irgendein Beutezug oder irgendwas aufploppen, dann sieht man den auch noch. Und mir kommt vor, auf der linken Seite stört es mich am wenigsten. Dann lassen wir das Ganze mal so laufen und wir gehen auf den Mond und machen ein paar Schrotflintenkills. Was hier sofort auffällt, ist, dass das Tool nicht instant die Schrotflintenkills aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt circa einmal die Minute. Man sieht das auch beim Fenster, wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Und ich nehme mal an, das ist einfach so einprogrammiert, dass das Programm nicht andauernd auf die Website zugreifen muss und somit auch den PC weniger belastet. Aber das finde ich eigentlich auch nicht störend, denn es geht ja mehr um einen Anhaltspunkt. Ob man jetzt bei 920 Kills oder bei 935 Kills ist, macht keinen großen Unterschied. Aber man weiß ungefähr, wie lange es noch dauert, wie weit man ist und man muss vor allem das Menü nicht immer öffnen. Wie gesagt, ich verwende das Tool jetzt schon seit einigen Monaten. Damals war es noch in der Alpha, also lief noch nicht so stabil wie jetzt. Und auch jetzt das Programm, es gibt es seit 2 Tagen, also sollten hier irgendwelche Fehler kommen oder sollte es nicht perfekt funktionieren, habt einfach ein bisschen Geduld. Ich meine, es ist eine Freeware, es ist ein Projekt, das Josh in seiner Freizeit realisiert hat und dafür muss ich sagen, ist es echt gelungen und es ist ein echt mega geiler Helfer, den ich eigentlich so gut wie bei jedem Beutezug mittlerweile verwende. Also an alle PC-Spieler da draußen, ladet euch das Programm runter, testet es und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, wie euch das Programm gefällt. Ist es eine gute Idee oder sagt ihr, brauche ich eigentlich nicht, kann ich ja alles in-game nachschauen. An dieser Stelle bin ich wieder mal raus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Nexo.